Hallo, hier ist Martin von MoneyMankeys. Das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 24.11.2023. Die Bären haben es die Woche nicht leicht. Ne? Am ne? Montag ein bisschen zu viel am Glyphosat genuggelt. Er hat es erstmal Mal zwei, drei Tage außer Gefecht gesetzt. jetzt Thanksgiving-Braten. liegt er hier mit fetter Plauze. Vollgefressen auch bloß wieder auf dem Tisch. <laughs> Kommt nicht vom Fleck. Und unser DAX, der steigt weiter und steigt weiter und steigt weiter. Jetzt haben wir Tagesschutz über 16.004 bekommen. Wieder eine grüne Tageskerze drin. Die, ja, wie, wie gesagt, ne, sind bis jetzt zwei rote drin. Das ist schon beachtlich. Mal gucken, ob das noch bis Ende November so durchgezogen kriegt. Viele Tage sind es ja nicht mehr. Jetzt haben wir am 24. noch und dann 27, 28, 29, 30. Vier Tage sind es dann noch. Gucken wir mal. Was, was er, wie er sich anstellt die letzten Tage, was er noch vorhat. Wir gucken gleich auch mal auf die unteren Einheiten. Es sieht ein bisschen nach einer bärischen Verkeilung aus, aber das an sich reicht erstmal nicht. Er muss sich auch nach unten auflösen, solange das nicht passiert. Ähm, darf man hier weiter nach oben gucken. Und äh, ich denke, auch aus dem Bild wird ziemlich klar, hier ist auch noch Platz. Ne? Also der, der muss ja nicht umdrehen. Ja? Das ist zwar nach wie vor ein wunderschöner Bereich, der... Bremst ja nicht ohne Grund auch auf der Zone hier so ab. Halt, ne? Das ist ein schöner Umkehrbereich auch nach unten, aber wenn das nicht annimmt, dann nimmt das nicht an. Ja? Und irgendwann fängt er auch an, aus den ruhigen Tagen wieder ein bisschen länger rauszuziehen. Und dann drückt er sich da ein paar, paar, paar Punkte wieder mehr durch. Äh, und, und geht richtig auf die Schmerzschwelle dann bei den meisten. Also, ich denke, wir können es so belassen. Wir haben jetzt hier 26. 20. Die können wir eigentlich schon fast abhaken. Glaube ich nicht, dass die noch großartig was bewirken kann, 16,70 ist so eine nächste kleinere Zone, hier haben wir noch alte Hochs im Bereich um 16,30, 16,50, ja 16,60, was ist das hier, 16,60, genau, was ist das hoch hier, das sind 16,40, da waren wir schon dran, also 16,40, 16,60, nochmal kleine Anlaufstationen und dann wird erst wieder richtig interessant hier oben die Gap-Kante, ja also die, 16.120 bis 16.120 16.140 16. als untere Kante und dann die obere Kante mit gap Close bei 2,45. Ja, das wären dann auch Ziele auf der Oberseite, wenn er sich strecken will. Kann er zum Freitag durchaus erreichen. Bedenkt aber, dass Amerika noch Feiertag hat, beziehungsweise eigentlich nicht mehr Feiertag. Ist aber bei denen Brückentag. Ich glaube, die haben sogar verkürzten Handel auch. Ja, das heißt, viel erwarten würde ich nicht. Aber er ist erstmal noch aufwärts gerichtet und jetzt gucken wir nochmal kurz auf die unteren kleineren Zeiteinheiten. Beziehungsweise hier auf Stundenebene. Den Pfeil habe ich, glaube ich, gestern reingezeichnet, nachdem die Analyse dann vorbei war. Ähm, ich würde hier jetzt einfach mal noch die Verkeilung ein bisschen kenntlich machen. Um zu zeigen, dass der hier dran klemmt. Ja, ist. Uh, so gesehen eine Bärschverkeilung. Das heißt, wenn man hier ein bisschen näher reinzoomen soll. Naja, muss ich nicht näher reinzoomen, das seht ihr auch so. Wir haben eine steigende obere Kante, wir haben eine steigende untere Kante, die drückt immer weiter nach oben. Aber es aktiviert sich eben auch erst, wenn er unten drunter geht. Das heißt, er muss hier wirklich unten wieder rausarbeiten und dann hält er eine Chance, erstmal direkt bis 8,50, sogar relativ dynamisch nach unten durchzuziehen. Ja, wirklich, Wird er relativ kurzfristig dann machen. Und wenn er dann unter 8,50, 8,60 Müsste sich dann entscheiden, ob er nochmal hochdreht, wieder in die Verkeilung reinläuft, weiter oben rausgeht oder nach unten hier den Trigger noch umlegt, um sich wieder Richtung 66, 200-Tage-Linie hinzubewegen. Wie gesagt, bärische Verkeilung ja, muss aber eben auch auf der Unterseite reißen. Tut sie das nicht, tut da oben bloß raussehen, kann der da einfach auch noch weitermachen. Das heißt, es ist jetzt Stand jetzt noch kein Umkehrsignal, auch wenn das Muster ähm, bärische Verkeilung. Heißt, ja, ist das Stand hier noch kein Umkehrsignal, sondern wirklich erst, wenn die Unterkante nach unten dann dynamisch aufgelöst wird. Ja, sollte der das nach oben ausreißen, kann der hier einfach auch weiter bis 16, äh, was haben wir gesagt? 60, 16, 40, 16, 21, 16, 1, und auch 2,45 bis 2,60 da hochsteigen. Überhaupt kein Thema, wäre gar kein Problem, würde deswegen Solange oben raus geht, auch weiterhin erstmal Shorts zurückstellen, weiter eher auf der Long-Seite handeln. Haben wir bei uns ja im Premium-Dienst ohnehin seit ein paar Punkten auch schon. <laughs> wir haben wir ja damals schon gesagt, ja, im äh, Webinar letzte Oktoberwochenende, großen Zettel an Bildschirm kleben, äh, Long only ab da und da. Ich denke, das war ganz ratsam im November, der hat, der hat auch ordentlich durchgedrückt. Muss mal gucken, wie wir jetzt das Webinar am Wochenende machen. Ähm, das wird nämlich nichts, Samstag, Sonntag. Ich kann es auch Freitag nicht. Ich habe ja jetzt am Sonntag Geburtstag. Mh, puh. Da, da gebe ich schon mal Rückmeldung, ob wir das dann irgendwie am Montag nachholen. Der kriegt da von mir nochmal Bescheid für die Premium, Leute. Und dann gucken wir uns mal an, was wir denn hier jetzt nach dem November noch Schönes erwarten dürfen. Auf großer Zeiteinheit. Für die Zeiteinheiten, die für morgen relevant sind, Stundenchart, Tageschart, äh, können wir hier bloß sagen, Tageschart gibt klar nach oben. Erstmal die Route vor, Stundenchart mahnt ein bisschen zur Vorsicht, wird aber auch erst relevant, wenn die untere Keilkante nach unten dynamisch aufgelöst wird und ansonsten wird es hier auch nach oben keine Grenze geben. Ja, also der kann, kann, kann einfach auch weitersteigen und er kann sogar, wenn er jetzt die Verkeilung auflöst, dann auch wieder ein bisschen dynamischer steigen. Ja, das muss man hier wirklich beachten. Und ihr merkt, ich habe mich gar nichts zu erzählen. Es <laughs> ist ja einfach auch relativ unverändert, weil ich nicht viel getan hat, von daher, ich mache jetzt hier aus, wünsche euch schon mal, noch mal erstmal einen schönen Freitag noch viel Erfolg auch und dann schon ein schönes Wochenende dann hören wir uns am Sonntag wieder für die Analyse zum Montag, bis dahin, tschüss